Tage der Ermutigung. So gut, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du Ermutigung erleben willst. Und Ermutigung ist möglich, weil wir eine Grundlage haben der Ermutigung. Die Welt hat es nicht, aber wir haben es. Und bevor wir in das Wort Gottes hineinschauen, bevor wir uns die Predigt anschauen, bevor wir tiefer gehen in das Wort Gottes hinein, möchte ich dich ermutigen, mach dein Herz auf jetzt gleich, wenn du eine wunderbare Lebensgeschichte hören wirst, wenn du ein wunderbares Lebenszeugnis hörst von dem, was Gott getan hat. Und erwartet es auch, dass wenn du es zuhörst, wenn du es anhörst, dass du gleichzeitig dich eins machst im Glauben mit diesen Leuten, dass das Gleiche bei dir passieren kann, in deinem Haus passieren kann, in deiner Familie passieren kann. Und was Jesus gesagt hat, dir geschehe nach deinem Glauben. So mach dein Herz auf und empfange diese Botschaft und diese Geschichte zur Ermutigung deines Lebens. Ja, Vergebung, Heilung, Gemeinden, Leiterschaft. Breites Thema. Wir haben ja vorhin schon im ersten Teil erzählt, dass wir eine Gemeinde gefunden haben und haben uns da sehr wohl gefühlt, war eine internationale Gemeinde. Haben tolle Leute kennengelernt und sind sehr früh in eine Leiterschaft reingekommen. Meine Frau, Pam, hat den Frauendienst geleitet, ich durfte den Männerdienst leiten. Kam ganz viel Neues auf uns zu, wo es plötzlich hieß, wir sollen predigen auf Englisch. Oh, auch noch auf Englisch. Müssen wir erst noch lernen, üben. Aber Gott macht das schon. Und dann ging es weiter und wir wurden Älteste, waren in der Gemeindeleitung, haben ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Plötzlich kam noch Lobpreis dazu, wir haben übersetzt. Organisiert, was wir an Veranstaltungen in der Gemeinde hatten. Ganz viel lag da sozusagen auf unserem Schreibtisch. Und nicht, dass wir uns da drüben irgendwie stark gemacht hätten, in eine besondere Position zu kommen. Darum ging es uns nie, sondern es wurde, wie es der Daniel vorhin gesagt hat, also aus Treue Stück für Stück hinzugefügt. Was nicht immer leicht war. Es gab immer neue Herausforderungen, viele Sachen, die man neu lernen musste. Aber es war auch spannend. So, und jetzt sind wir in der Gemeinde. Die Gemeinde ist gewachsen. Wir hatten über 140 Leute dann plötzlich dort aus verschiedensten Ländern. Afrika, Nordamerika, Südamerika und natürlich auch Deutschland. Und es gab Intrigen. Es wurde hintenrum gesprochen. Es wurde immer versucht, einen Keil zwischen den leitenden Pastor und uns zu treiben. Aber unsere Beziehung, die war sehr, sehr, sehr eng. Und wir waren ja auch engagiert, wir waren ja auch immer da. Und plötzlich hat man gemerkt, irgendwas ist passiert. Irgendwo ist eine Trennung passiert in unserer Beziehung. Nicht, dass wir was falsch gemacht hätten, er hat auch nichts falsch gemacht, sondern einfach, irgendwo war eine Trennung, wie ein Keil, der da reingekommen ist. Und wir hatten erhebliche Angriffe. Wir sind teilweise vor dem Gottesdienst angeschrien worden, beschimpft worden. Und dann heißt es, kurz abschütteln, in Lobpreis gehen, Gott anbeten, weil ihm gehört alle Ehre. Und so ein Erlebnis hatten wir dann auch nach einem Gottesdienst gehabt, wo Wochen, nachdem wir gespürt haben, dass da so ein Keil reingekommen ist und wir immer weiter auseinandergedriftet sind. Auseinandergedriftet von wo? Wir waren so eng verbunden, wenn der Pastor nach oben gekommen ist zum Predigen und anfing in Zungen zu sprechen, dann habe ich das direkt übersetzen können oder Pam hat es übersetzt. Wenn er auf Englisch gesprochen hat, mussten wir nicht warten, bis die Sätze ausgesprochen wurden, sondern wir waren so eng verbunden, wir konnten fast zeitgleich sprechen. Wir wussten, ohne dass er uns ein Manuskript gezeigt hat, was jetzt kommen würde. Und plötzlich ging es auseinander und an einem bestimmten Sonntag tat es einen Schlag und nach dem Gottesdienst, ich weiß nur noch, dass lautes Geschrei war, wir wurden von Leuten beschimpft, rausgenommen und es hieß, wir haben nur schnell zusammen gebetet, dass wir Frieden hatten und Fahrt nach Hause, ist alles okay, dachten wir. Das nächste war irgendein komischer Anruf, den wir gekriegt hatten von Leuten, die sich sozusagen für die Leiterschaft beworben hatten. Wir sollten uns für unser Fehlverhalten entschuldigen. Ich wusste, okay, und warum ruft mich jetzt nicht der leitende Pastor an, sondern warum ruft mich jetzt jemand anders an? Dann stehen Leute vor der Tür, klingeln und sagen, wir sollen im Auftrag des Bischofs oder des Pastors die
Eigentümlichkeiten, die Besitztümer der Gemeinde bei euch zu Hause abholen. Okay, alles in Ordnung, nehmt's mit. Versucht den Pastor zu erreichen, weder telefonisch noch per E-Mail. Dann sollten wir uns plötzlich einem Tribunal stellen. Das haben wir erst im Nachhinein erfahren, weil zufällig mein Handy ausgeschaltet war an dem Tag. Und dann haben wir noch einen Brief gekriegt, dass wir hiermit nicht mehr Mitglieder der Gemeinde wären. Auch nicht mehr in der Leiterschaft, auch keine Ältesten mehr. Und dass wir gerne wiederkommen könnten, sofern wir uns da vorher entschuldigen. Und das beigelegt wurde. Okay. Da brach erstmal eine Welt für uns zusammen, weil, wie ich gesagt habe, wir haben sehr viel investiert in die Gemeinde, in das Reich Gottes. Gleichzeitig bin ich auf der Arbeit gemobbt worden und hatte da ziemlich zu kämpfen. Und Pam war mit unserer zweiten Tochter schwanger, die dann drei Monate zu früh geboren wurde. Also es war eine sehr, sehr turbulente Zeit und wir sind ja am Boden zerstört gewesen. Die Leute, mit denen wir vorher aus der Gemeinde Kontakt hatten, haben den Kontakt zu uns abgebrochen. Freunde, die wir hatten, waren plötzlich keine Freunde mehr und wollten mit uns nichts mehr zu tun haben. Haben wir was gemacht? Nein, wir sind uns keiner Schuld, auch heute nicht oder bis heute nicht bewusst. Und wir haben einen ganz großen Schmerz und eine ganz große Verletzung in uns getragen. Auch unseren Familien gegenüber, die wir vorher vernachlässigt haben, weil wir ja viel Zeit für Gottes Reich in der Gemeinde investiert haben und alles an erste Stelle gestellt hatten. Auch über uns selbst hinaus, was bei uns zu weiteren Schmerzen geführt hat. So, jetzt stehe ich aber heute hier. Meine Frau habt ihr vorhin auch gesehen. Uns geht's gut. Wie geht's weiter? Unsere Tochter wurde geboren. Wir wollten von Gott nichts mehr wissen. Das haben wir ihm auch deutlich gesagt. Ich weiß noch, meine Tochter wurde geboren und ich stand auf der Intensivstation und habe gesagt, Vater, weißt du, ich weiß, ich komme ohne Gebet hier nicht durch, aber ich will von dir gerade nichts mehr hören. Ich halte es nicht mehr aus. Das ist nicht mein Verständnis von liebevoller Vaterschaft. Und so haben wir ein paar Monate auch nichts mehr von Gott gehört, bis wir am Tisch saßen, Küchentisch, und das erste Mal, ich glaube nach 3 Monaten, zusammen wieder gebetet hatten. Und ich habe gesagt, Vater, ich bitte dich um Vergebung. Und ich bitte dich, sprich wieder zu mir, weil ich habe nichts mehr gehört. Und vorher war das ein ganz normaler, natürlicher Austausch zwischen uns. Und mit dem Gebet fängt Gott wieder an zu sprechen und sagt, geht und die in die Gemeinde, sagt dem Pastor ein Wort von mir. Wow, jetzt fängst du an zu sprechen, wir sollen direkt einem Pastor ein Wort geben, den wir nicht mal kennen. Und in der Gemeinde angekommen, sagt er, das ist jetzt eure Gemeinde, da waren wir 2 Jahre. Und dann rief ein anderer Pastor aus der Schweiz in dieser Zeit an und sagte, hallo, hier ist der Fred. Flo, wie geht's dir? Sag ich, wow, uns geht's gut, dankeschön. Und sag ich, was ist der Grund deines Anrufs? Dann sagt er, im Gebet hat Gott zu ihm gesprochen. Er sagte, bring Flo und Sunny, also den Pastor der Gemeinde, aus der wir rausgeflogen sind, wieder zusammen. Sag ich, boah, puh, das ist ganz schön heftig. Und er sagte, wenn es für dich okay ist, wir haben einen Termin in einem Restaurant gemacht, dass wir uns treffen können. Und meine Frau und ich, wir sind damit, wow, mit Schmetterlingen, mit Bauchschmerzen hingefahren. Sie sagte noch, ich will ihn auf keinen Fall vorher sehen, ich habe so eine Angst. Ich komm, wir fahren da ins Parkhaus, passiert nichts. Wir fahren ins Parkhaus, stellen das Auto ab. Was glaubt ihr, was das nächste Auto war, dass das Parkhaus passiert hat? Der Pastor. Quietsch, bleibt stehen, sieht uns, fängt an zu winken, springt aus dem Auto. Wir nehmen uns in den Arm, weinen, lachen. Und halten uns einfach nur weinend fest und lieben uns. Und kommen dann Hand in Hand in dieses Restaurant, wo der Schweizer Pastor schon auf uns wartete, der den Streit schlichten und erklären wollte. Der hat kopfschüttelnd am Tisch gesessen, als wir Arm in Arm zu dritt reingekommen sind. Und es hieß, erzählt, was war damals? Und wir haben erzählt und der Pastor fing an zu weinen. Wir mussten auch weinen, weil die Schmerzen wieder hochgekommen sind, aber diesmal anders. Natürlich tat es weh, aber diesmal war Heilung dabei. Es floss Vergebung. Und er sagt, meine Augen
waren wie im Nebel damals. Wenn ich das jetzt höre, ich habe diese Sache nicht gesehen, nicht gehört. Ich habe nicht mitgekriegt, dass er versucht hat, Kontakt mit mir aufzunehmen. Jetzt kann man sagen, ach, wenn er es gewollt hätte. Ach, man kann viel sagen. Lasst uns einfach die Heilung wirken. Lasst uns einfach Gottes Liebe wirken lassen und sehen, was er daraus gemacht hat. Wir haben uns noch ein paar Mal getroffen und ausgesprochen. Und er fragte, kommt ihr wieder zurück in die Gemeinde? Und ich habe gesagt, boah, ich habe Angst. Ich bin so verletzt worden. Ich habe Angst. Allein der Gedanke, wieder in die Gemeinde reinzugehen, schnürt mir den Hals zu. Und dann hat er aber geheiratet und wir waren eingeladen. Wir kommen auf das Grundstück der Gemeinde und Menschen kommen uns entgegengerannt. Ihr seid hier, ist das toll. Und sie nehmen uns in den Arm und heißen uns willkommen. Es war so schön. Und was soll ich sagen? Also wir sind wieder zu der Gemeinde zurückgekommen, erstmal als Besucher. Der Pastor hat uns gesagt, lasst euch Zeit, kommt erstmal als Besucher zum Schnuppern, alles okay. Und dann kam die nächste Frage. Flo, kannst du dir vorstellen, mit deiner Frau als Pastor in diese Gemeinde zu kommen? Puh. Wow, das ist mal eine Anfrage. Die gleiche Gemeinde, von der du kannst mit Paulus vergleichen, wo du heute noch gesteinigt wurdest und morgen zurückgehst, um das Evangelium zu bringen. Aber ja, die gleiche Gemeinde. Wir sind seit jetzt über einem Jahr Pastoren in dieser Gemeinde und nicht alleine. Der Pastor oder der Bischof, mit dem wir das damals erlebt hatten, wo man sich verletzt, im Stich gelassen gefühlt hat, einfach weggeschmissen. Es ist unser leitender Pastor und es steht nichts zwischen uns. Warum erzähle ich euch das? In den Gemeinden ist so viel Schmerz und Verletzung in der Leiterschaft, in den Pastoren, aber auch in den Gemeindemitgliedern. Durch Intrigen, durch Stolz, durch Machtmissbrauch. Und Gott kann das alles heilen. Ihr seht meine Frau, ihr seht mich, wir sind vollkommen geheilt, wir sind vollkommen wiederhergestellt. Wir arbeiten in einem Team mit unserem Pastor zusammen, wir lieben uns. Wir haben uns gesagt, nie wieder darf sowas passieren. Wir werden bei dem ersten Anzeichen von Zweifeln, sagt der Flo, nimm das Telefon in die Hand, frag mich. Und wenn ich einen Zweifel habe oder wenn ich eine Frage habe, ich rufe dich an oder wir setzen uns zusammen. Aber lass uns nie wieder sowas durchmachen. Denn was ist passiert? Nicht nur wir hatten Schmerz, nicht nur unser Herz ist zerbrochen worden. Diese aufblühende Gemeinde, wo Zeichen und Wunder geschahen, wo Gottes Geist gewirkt hat im Überfluss, wo Menschen geheilt wurden, mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, ist zerbrochen von 140 auf 30 Leute. Wegen dieser Intrigen, wegen dieser Schmerzen. Und Gott heilt. Er stellt wieder her. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr sowas durchgemacht habt, lasst uns gerade zusammen beten. Nehmt euch die kleine Zeit jetzt und lasst uns beten. Schließt mal die Augen. Ich spüre den Schmerz. Und Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, dass du die Herzen derer, die so verletzt wurden, jetzt berührst, dass du Heilung und Wiederherstellung fließen lässt. Ich bete, Vater, dass du deine Pastoren, deine Leiter, die du eingesetzt hast, jetzt mit Weisheit segnest, dass du da, wo immer Vorwürfe und auch Angriffe herrschten, dass dort jetzt Heilung reinkommt, dass Gemeindemitglieder auch ihre Leiter nun anerkennen, dass Herrlichkeit hineinfließen, strömen kann, dass deine Kraft freigesetzt wird, deine Herrlichkeit freigesetzt wird in diesen Gemeinden, dass du wieder wirken kannst. Schenk Heilung und schenk jetzt Wiederherstellung. Amen. Tage der Ermutigung. So gut, dass du dabei bist. Wir wollen jetzt ins Wort Gottes hineinschauen und uns ermutigen lassen von dem, was Gottes Wort uns gibt. Mein Thema heute ist der Geist der Sohnschaft. Der Geist der Sohnschaft.
Wir wollen direkt ins Wort Gottes hineinschauen, in Römer Kapitel 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Römer Kapitel 8 sagt hier, wir haben keinen Geist der Knechtschaft empfangen, nochmal zur Angst oder wieder zur Furcht, sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Wow. Ich möchte dich fragen, bist du ein Knecht oder bist du ein Sohn? Bist du eine Magd oder bist du eine Tochter? Und in dem Wort Geist der Sohnschaft nach Römer 8, Vers 15 steht hier drin, wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen. Wir Männer haben einen Geist der Sohnschaft, ihr Frauen auch. Ihr habt auch einen Geist der Sohnschaft. Das hat nichts zu tun mit Mann oder Frau. Der Geist der Sohnschaft hat zu tun mit einem Geist, den wir von Gott bekommen haben. Und da kann es eine Tochter sein oder ein Sohn sein. Aber dieser Geist der Sohnschaft ist auf dir drauf. Also wenn ich heute spreche über Sohn oder über Knecht, über Söhne oder über Knechte, dann bist auch du mit eingeschlossen, egal ob Mann oder Frau. Denn dieser Geist der Sohnschaft ist unabhängig davon. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Geist der Sohnschaft in deinem Leben zu aktivieren und festzuhalten. Meine Frage an dich ist, bist du ein Knecht oder bist du ein Sohn? Gehörst du der Knechtsgruppe oder zu der Sohngruppe? Und es ist so schön, mit diesem Geist der Sohnschaft zu leben, in diesem Geist der Sohnschaft zu leben und darin zu wachsen. Es ist so schön. Ich habe eine Tabelle für euch mitgebracht, eine Tabelle über Knechte und über Söhne, wo du unterscheiden kannst, bin ich ein Knecht oder bin ich ein Sohn? Und wollen wir direkt mal beginnen, was macht ein Knecht, was macht ein Sohn? Knechte sehen Gott als Meister und als Herrn, der unnahbar ist. Söhne wiederum sehen Gott als liebenden Vater. Der Unterschied zwischen einem Knecht und zwischen einem Sohn ist, dass Knechte immer Angst haben. Wow, das ist der schlimme Arbeitgeber, das ist der schlimme Herr, der schlimme Meister, der wird mir drauf. Er ist nicht nahbar, nicht nahbar. Aber wisst ihr, was das Gute ist bei unserem Gott? Der einzige Gott, den es gibt, nämlich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist der Gott, der uns zum Vater geworden ist. Der Vater im Himmel. Und wir als die Söhne Gottes, die wir den Geist der Sohnschaft haben, können sagen, unser Gott ist unser liebender Vater. Das unterscheidet uns von jeder Religion. Denn in der Christenheit geht es nicht um eine Religion, es geht um eine Beziehung mit dem Vater. Und wir als Söhne Gottes, wir als die den Geist der Sohnschaft empfangen haben, wir sehen unseren Gott als liebenden Vater. Das ist so, so, so besonders. Knechte sind unabhängig und selbstbezogen. Sie haben nie gelernt, vom Vater etwas zu empfangen. Aber der Sohn dagegen, die Söhne, die leben in der Abhängigkeit von Gott und von dem Leib Christi. Versteht den Unterschied? Knechte sind unabhängig. Sie sagen, ich brauche niemand, ich will niemand. Und ich mache mein eigenes Leben. Und sie sind selbstbezogen, nur ich, mich, meiner, mir, nur in mir, bei mir selber drinnen. Das ist dieser Gedanke der Knechtschaft. Und sie haben nie gelernt, etwas zu empfangen vom Vater, weil alles mussten sie sich erarbeiten, alles mussten sie tun. Werksgerechtigkeit, ja. Aber die Söhne, die leben in Abhängigkeit von Gott, die wissen ganz genau, ich tue das, was ich höre vom Vater, ich tue das, was ich sehe vom Vater. Jesus selber als der Sohn Gottes. Er hat gesagt, ich habe nur das getan, was ich vom Vater gesehen habe. Ich habe nur das gesprochen, was ich vom Vater gehört habe. Und diese Abhängigkeit von Gott und von dem Leib Christi, das macht echte Söhne aus. Ich möchte dich ermutigen, auch wenn du enttäuscht wurdest vom Leib Christi, von anderen Christen, von anderen Pastoren, von anderen Leitern, bleib in dieser Abhängigkeit zu Gott und gleichzeitig zu seinem Volk. Denn die Bibel sagt, oder zu seinem Leib, die Bibel sagt, dass wir alle Glieder sind an seinem Leib. Wir sind die Braut Jesu. Wir sind alle Glieder am Leib. Und so möchte ich ermutigen, dass du festhältst an dem, was Gott dir gegeben hat, nämlich diesen Geist der Sohnschaft. So besonders in diesem Geist der Sohnschaft leben zu dürfen. Knechte leben aus dem Gesetz, aus dem alten Bund, aus dem Tun. Ja? Die Söhne leben aus Liebe, Gnade und Glauben. Das sind echte Söhne. Ich möchte dich ermutigen, dass du hineinkommst. Wo steht es geschrieben? Dass sie aus Liebe, Gnade und Glauben leben.
steht in Galater Kapitel 3, Vers 26. Galater 3, Vers 26. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Also wie werden wir Söhne Gottes? Durch den Glauben. Wir alle, nach Galater 3, Vers 26 sagt, wir sind Söhne Gottes, also den Geist der Sohnschaft, egal ob Mann oder Frau, Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. In Christus Jesus. Wow, so besonders und so gut. Ich möchte dich ermutigen, dass du den Glauben festhältst und im Glauben das ergreifst, weil nur dadurch kommen wir in diesen Geist der Sohnschaft hinein. Knechte leben in Unsicherheit und Furcht, die sie nicht zeigen, weil sie keine Identität vermittelt bekommen haben und die Identität aus ihrem Tun ziehen. Ja? Das ist so heftig, weil Knechte leben immer in dieser, ich weiß nicht, ich bin unsicher, ich hab Furcht, ich habe Angst und so weiter, weil sie eine Identitätslosigkeit erlebt haben. Sie haben das nie vermittelt bekommen. Der gute Vater hat ihnen das nie gesagt. Der irdische Vater, der geistliche Vater hat es nie gesagt. Und sie versuchen, ihre Identität aus ihrem Tun zu ziehen. Firmen zu gründen, irgendwelche Geschäfte zu machen, ein tolles Haus zu bauen, Sport zu machen, ihr Körper so richtig aufpushen. Ja? Sie wollen versuchen, ihr Tun nach vorne zu bringen, um ihre Identität da drin zu finden. Aber alles, worin du deine Identität findest, wird zerbrechen. Wenn du es nicht auf der Grundlage der Bibel machst, nämlich in Jesus Christus, mit dem himmlischen Vater. Und der Sohn wiederum, er lebt im Frieden und in der Umarmung des Vaters. Söhne haben es gelernt, auf dem Schoß des Vaters zu sitzen. Ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hast du sowas erlebt als Knecht und du lebst in Unsicherheit, in Furcht, hast keine Identität bekommen und suchst deine Identität in irgendwelchen Dingen, die du tust. Aber ein echter Sohn, ein echter, der einen Geist der Sohnschaft bekommen hat, ist jemand, der im Frieden Gottes lebt. Söhne sind die, die im Frieden leben und in der Umarmung des Vaters. Der himmlische Vater umarmt dich. Wenn du zu ihm kommst, dann umarmt er dich, ja? Und sie haben es gelernt, auf dem Schoß des Vaters eben zu sitzen. Haben es gesagt. Ich möchte dich ermutigen da drin, dass du immer wieder bewusst auf den Schoß des Vaters kommst. Wenn du morgens aufstehst, dass du sagst, hey, ich komme zu dem Schoß des Vaters. Wenn du im Lobpreis bist, kommst du auf den Schoß des Vaters. Und selbst wenn Menschen dich zur Knechtschaft geprügelt haben und dich da verändern wollten, selbst dann kannst du im Glauben, wir haben es gelernt, im Glauben werden wir Söhne Gottes, im Glauben zu dem Geist der Sohnschaft hineinkommen, nämlich weil du bewusst auf den Schoß des Vaters dich hinsetzt und sagst, Jesus, heile mich. Vater, liebe mich. Und die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. So steht es eben im Wort Gottes drin. Knechte wollen durch ihr Tun Gott und Menschen beeindrucken. Und Lohn, um Lohn zu empfangen. Ja. Aber Söhne leben und handeln aus Dankbarkeit, aus Liebe zu Gott und aus der Abhängigkeit zum Vater. Das ist der große Unterschied. Knechte wollen immer ihr Tun geben. Warum? Um Gott und die Menschen eben zu beeindrucken, um irgendwie Lohn zu bekommen. Sie tun irgendwas, um was zu kriegen. Aber ein Sohn macht sowas nicht. Ein Sohn lebt und handelt aus Dankbarkeit, ja? Aus der Liebe zu Gott, zu seinem Vater und aus der Abhängigkeit zu seinem himmlischen Vater im Himmel. Aber, ja, aber Vater, der sagt, hey, ich danke dir, weil du hast mich zuerst geliebt. Und das ist das Besondere dabei. Knechte handeln aus christlichem Pflichtbewusstsein. Söhne handeln aus der Begeisterung zu Gott. Was ist der Antrieb deines Handelns? Was ist der Antrieb aus dem, was du tust? Was ist der Antrieb dessen, was du hervorbringst? Ist es aus christlichem Pflichtbewusstsein, weil du halt musst, weil du halt so erzogen bist? Oder tust du etwas aus der Begeisterung zu Gott? Tust du etwas, weil du Gott liebst? Tust du etwas, weil du Gott anbeten willst? Tust du etwas, weil du Gott liebst von ganzem Herzen? Das ist der Unterschied. Es kann die gleiche Tat sein, aber die Motivation ist eine andere. Und entweder bringt es dich in die Knechtschaft oder es bringt dich in die Freiheit der Sohnschaft. Und wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Knechte leben aus einem heilig rein sein Muster, also schwarz-weiß.
so ein Dogma-Denken. Aber Söhne, sie handeln, sie haben ein Verlangen nach Heiligkeit und wollen sein wie der Vater. Ich möchte ermutigen da drin, dass du wie ein Sohn wirst, dass du ein Verlangen hast, Gott, ich möchte heilig werden. Vater, ich möchte heilig leben für dich, weil du deinen eigenen Sohn gegeben hast. Vater, du hast deinen Sohn gegeben für mich. Und ich möchte auch diesen Geist der Sohnschaft haben. Und ich möchte in der Heiligkeit leben und ich möchte sein wie der Vater. Das ist echt ein Unterschied. Knechte sind meistens auf der anderen Seite, die haben dieses Heilig-Rein-Sein-Muster. Was ist richtig, was ist falsch? Also ein Schwarz-Weiß. Das darf man nicht. Das ist richtig und das ist falsch. Aber es gibt da so viel mehr. Weil die Liebe Gottes, sie ist viel mehr. Und die Knechte, sie leben mit diesem Dogmen. Und sie wissen, wenn sie ein Ding falsch machen, dann kriegen sie eine Strafe, einen obendrauf und es wird alles schlimm. Dogma-Denken. Aber ein echter Sohn hat ein Verlangen nach Heiligkeit. Sie wollen sein wie der Vater. So bitte, denkt nicht schwarz-weiß und dogmamäßig und ich muss etwas tun, um heilig zu werden. Nein, du willst etwas, du willst heilig werden. Warum? Weil du ein Verlangen hast nach deinem himmlischen Vater. Knechte haben ein geringes Selbstbewusstsein, oft identitätslos. Aber Söhne, sie wissen sich geliebt, angenommen und bestätigt. Unabhängig von dem, was sie tun. Das ist der große Unterschied. Ich möchte dich ermutigen da drin, dass du nicht in dieser Identitätslosigkeit verweilst, sondern dass du deine Identität ergreifst. Und dass du genau weißt, mein Selbstbewusstsein liegt nicht in meinem Tun, mein Selbstbewusstsein liegt in der Annahme des himmlischen Vaters. Weil er mich zuerst geliebt hat, liebe ich ihn. Und du kannst gar nichts tun dafür. Du kannst es nur im Glauben ergreifen, dass er dich zuerst geliebt hat, dass er dich angenommen hat, dass er dich vollkommen umarmt hat, schon bevor du geboren wurdest. Ja? Und egal, was dein irdischer Vater gemacht hat, egal, was für ein Bild er repräsentiert hat in deinem Leben, der himmlische Vater, er liebt dich und er nimmt dich an und er umarmt dich, so wie du bist. Und Söhne sind die, die sich geliebt wissen, angenommen und bestätigt, unabhängig von dem, was sie tun. Söhne machen auch Fehler, genauso wie die Knechte. Aber sie wissen eins, selbst wenn sie Fehler tun, der himmlische Vater, der ist nicht beleidigt auf mich, sondern er liebt mich von ganzem Herzen. Und die echten Söhne versuchen, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Nicht, weil sie eine Identität dadurch bekommen, sondern weil sie Gott lieben. Aus Liebe heraus wollen sie das geben. Ja? Also man benutzt nicht diese Gnade, um zu sündigen, sondern benutzt diese Liebe, um noch mehr in die Heiligkeit hineinzukommen. Und diese Söhne wissen sich angenommen und bestätigt, unabhängig von dem, was sie tun. Knechte versuchen, ihren Mangel selbst zu füllen mit Aktion. Söhne können im Vater ruhen und die Vaterliebe als das Beste genießen, sich lieben lassen. Ich möchte dich ermutigen da drin, dass du einfach in dem Vater ruhst. Empfange die Vaterliebe Gottes. Wie ist es möglich, dass die Furcht weicht? Wie ist es möglich, dass Angst weicht? Wie ist es möglich, dass Panikattacken weichen? Wie ist es möglich, dass Angstzustände weggehen in der Nacht? Wie kannst du gut schlafen wieder? Du brauchst diesen Geist der Sohnschaft. Und wie geht es? Die vollkommene Liebe, also die Liebe des Vaters, die vollkommene Liebe nach 1. Timotheus, Kapitel 4, 1. Johannes, Kapitel 4, treibt die Furcht aus. Sie vertreibt die Furcht. Die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Und diese Söhne, die den Geist der Sohnschaft haben, sie können im Vater ruhen und die Vaterliebe als das Beste genießen, sich lieben lassen. Bitte lass dich lieben. Bitte komm in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Er will dich lieben. Wie beim verlorenen Sohn. Er macht die Arme ganz weit auf und sagt, komm in meine Arme. Komm in meine Arme und empfange diese Vaterliebe vom Himmel. Lass dich lieben. Im Gegenzug dazu, die Knechte, sie versuchen, ihren Mangel selbst zu füllen. Ja, sie haben Aktionen, sie tun und machen, irgendwie um das selbst zu füllen, um ihr Herz da irgendwie wieder zu heilen. Aber echte Söhne sind die, die im Vater ruhen können und die Vaterliebe als das Beste genießen können. Knechte leben im Konkurrenzkampf um Anerkennung. Sie haben Probleme mit Vergleichen. Sie müssen sich immer vergleichen mit dem, wie sieht der aus, was macht der. Wie ist der im Geschäft? Wie ist der in der Gemeinde? Das ist typische Knechtsgedanke. Sie haben Eifersuchtsgefühle.
Sie denken, oh, der, warum macht der das? Und das kann doch nicht sein. Und der ist besser wie ich und ich bin eifersüchtig und so weiter. Das ist der Gedanke eines Knechtes. Der Sohn oder Söhne, sie können demütig andere ehren und sich am Erfolg anderer freuen. Das ist der Unterschied zwischen einem Sohn und zwischen einem Knecht. Ein Sohn, er freut sich am Erfolg eines anderen. Er kann sich demütig einfach sagen, okay, wenn es nicht mehr Platz ist, kein Problem. Mein himmlischer Vater hat den besten Platz für mich. Ja? Und sie können sich demütigen und andere ehren und sich am Erfolg von anderen freuen. Sie sind großzügig, sie geben weiter, weil sie wissen, der himmlische Vater gibt mir sowieso alles. Ja? Und Knechte aber, sie leben diesen Konkurrenzkampf. Nimm mir nichts weg und ich brauche mehr und ich will nach vorne kommen. Sie brauchen diesen Kampf um Anerkennung und vergleichen viel, haben Eifersuchtsgedanken und Eifersuchtsgefühle. Aber der Sohn oder die Söhne, sie können demütig andere ehren und sich am Ende auch am Erfolg der anderen freuen. Sie sind großzügig. Ein Knecht hat kaum ein Empfinden für Gutes und Göttliches. Aber Söhne fühlen sich ständig geliebt und nehmen überall Gottes Gegenwart wahr. Überall. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Stell dir mal vor, ein Knecht und ein Sohn, sie gehen zusammen essen. Sitzen zusammen im Restaurant. Also wenn die Restaurants wieder aufmachen, dann sitzen sie zusammen im Restaurant und beide essen genau das Gleiche. Die Sonne scheint rein und ist ein schöner Tag draußen und scheint direkt aufs Essen, so direkt auf die Leute. Und das Essen schmeckt gut und sie essen das und beide essen genau das Gleiche. Beide sitzen am gleichen Platz, sie sitzen sich gegenüber. Aber die Reaktion ist eine total andere. Wir haben gerade gelernt, Knechte nehmen kaum ein Empfinden für Gutes und Göttliches. Oder haben kaum ein Empfinden für Gutes und Göttliches. Aber ein Sohn fühlt sich ständig geliebt und nimmt überall die Gegenwart Gottes wahr. Stell dir mal vor, die beiden essen zusammen und dann ist fertig. Und sie fassen ihr Tag zusammen. Beide gehen nach Hause und fassen ihr Tag zusammen. Der Knecht kommt nach Hause und erzählt seiner Familie, oh, heute war so ein blöder Tag. Ich war im Restaurant und dann die Sonne hat so reingeprallt. Das war so heiß da, das hat so genervt und das Essen hat überhaupt nicht geschmeckt. Das war irgendwie zu versalzen und so, hat so viel gekostet und das war überhaupt nicht gut, dieser Tag. Warum? Weil sie kein Empfinden haben für Gutes und Göttliches. Der Sohn wiederum, gleiches Restaurant, gleiche Sonne, gleiches Essen. Er kommt nach Hause und sagt, wow, ich fühle mich so richtig geliebt. Heute hat Gott mir seine Liebe wieder gezeigt. Ich war in einem Restaurant und da gegenüber war so ein richtig guter Gesprächspartner. Ich habe mit ihm geredet, so richtig gut. Und sogar die Sonne ist reingeschienen. Gott hat mir seine Liebe gezeigt, indem er die Sonne direkt auf mich geschienen hat. Ich mag die Sonne. Ja? Und so richtig auf mich drauf, wow, das war so ein richtig schöner Moment. Und dann haben wir gegessen und das Essen war so richtig gut und Gott hat mir seine Liebe gezeigt, nur dadurch, er hat das extra so gut gemacht, nur wegen mir. Warum? Weil der himmlische Vater mich so sehr liebt. Und das Essen hat so gut geschmeckt, nur deswegen, weil er mich liebt. Und dann haben wir gezahlt und es war so günstig und wow, ich bin so begeistert, weil das Geld, das ich habe, kriege ich auch von Gott. Und je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich wieder zurück. Und habe ich Geld weitergegeben an den anderen und ich weiß ganz genau, wenn ich das weitergebe, desto mehr bekomme ich. Dieser Sohn, der da erzählt von seinem Tag, er fühlt sich geliebt und hat überall die Gegenwart Gottes wahrgenommen. Sich geliebt gefühlt in allem. Egal, ob es die Sonne ist, ob es Essen ist, ob es Gespräch ist, egal wo er ist. Er nimmt überall die Gegenwart Gottes wahr. Das Gute, das Besondere. Aber ein Knecht dagegen, er hat kaum ein Empfinden für dieses Gute und Göttliche. Vielleicht fühlst du dich jetzt irgendwie getroffen, dass genau deine Situation ist. Und sagst, Mann, ich bin genau wie dieser Knecht. Ich bin genau so, wie du es gerade beschreibst, Daniel. Ich will dir eine Hoffnung geben, du kannst rauskommen. Du kannst rauskommen. Es gibt Wege raus aus der Knechtschaft hinein in die Sohnschaft. Es gibt Wege, dass du genau da reinkommen kannst und das möchte ich dir auch am Ende erklären. Wie ist es möglich, von einem Knecht zu einem Sohn zu werden? Wie ist es möglich, wenn Menschen dich in die Knechtschaft getrieben haben, dass du trotzdem den Geist der Sohnschaft empfangen kannst? Und dass du leben kannst und enden kannst in deinem Leben auch mit diesem Geist der Sohnschaft, dass du als Sohn Gottes oder als Tochter Gottes dein Leben hier endest. Wie ist es möglich? Wir wollen das auch am Ende lernen. Aber wir wollen so ein bisschen weitermachen in unserer Tabelle. Knechte leben in Gebundenheit, in Unsicherheit, in Furcht und Minderwertigkeit. Aber Söhne hingegen, sie ruhen in der Liebe
und wissen sich wertgeschätzt. Sie sind frei und sicher, selbst wenn sie etwas falsch machen. Das ist der große Unterschied zwischen Knechte und Söhne. Knechte sind diejenigen, die, die leben in dieser Gebundenheit. Dieser Gebundenheit, dieser Unsicherheit, der Furcht, Minderwertigkeit. Sie wissen nicht weiter. Wie kann ich das ganze Ding machen? Wie kann ich rauskommen aus dieser Furcht? Und sie haben immer Angst, dass etwas passiert. Sie sind sich unsicher, egal wo sie sind. Sie haben eine Gebundenheit. Wie mit Ketten sind sie zu. Und sie fühlen sich minderwertig. Ich bin doch nichts. Und das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist angenommen. Du hast die Sicherheit in Jesus Christus. Du bist frei, du bist nicht gebunden, du bist frei. Und der, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das ist die Wahrheit. Der Sohn, er ruht in der Liebe und er weiß sich wertgeschätzt. Frei und sicher. Auch wenn er was falsch macht. Ja? Vielleicht machen die gleichen Fehler. Der Knecht macht den gleichen Fehler wie der Sohn. Aber der Knecht, der hat echt ein Problem, weil er minderwertig ist. Und er hat Angst und unsicher und gebunden. Aber der Sohn ist derjenige, der eins versteht, auch wenn ihr was falsch macht, ich bin trotzdem geliebt, ich bin wertgeschätzt, ich bin frei und ich bin sicher. Und wie funktioniert das? Indem, dass wir hineinkommen in diesen Geist der Sohnschaft. Ein Knecht, er hat kein Erbe. Sie müssen sich alles erarbeiten und alles erkämpfen, weil sie eben keine Eltern hatten. Aber ein Sohn oder Söhne können in Ruhe und Zuversicht auf ihr Erbe warten, so wie Abraham. Er hat eine Verheißung bekommen und er wartet mal. Ja. Er hat durch Glauben und Geduld die Verheißung ergriffen. Und so kannst du auch durch Glauben und Geduld die Verheißung ergreifen. Warte voller Geduld und das können Söhne tun. Sie haben keinen Stress. Sie wissen eins, der himmlische Vater hat seinen Zeitplan auch für mich. Und ich möchte das auch bestätigen durch ein Wort in Galater Kapitel 4, Vers 5 bis 7, dass wir zusammen dieses Erbe haben. Galater 4, Vers 5 bis 7. Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave und nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Wow. Wir wollen mal hineingehen. Wie funktioniert es, dass wir von Knechtschaft zur Sohnschaft kommen? Wie funktioniert es, dass wir vom Sklave hin zum Geist der Sohnschaft gelangen können? Wie funktioniert das? Galater 4 erklärt hier, er hat uns losgekauft, die unter dem Gesetz waren. Du bist losgekauft. Erste Sache, wisse, du bist losgekauft. Ich bin frei. Ich wurde losgekauft. Damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes, also von Jesus, in unsere Herzen, der ruft, aber Vater. Versteh eins, wenn du Jesus Christus angenommen hast, hat Gott den Geist seines Sohnes, nämlich von Jesus, in dich hineingesandt. Also von ihm in dich hineingesandt. Wow. Und dieser Sohn, dieser Geist des Sohnes, den du hast, in dir drin, der ruft, aber Vater. Und wenn dieser Sohn es ruft, aber Vater, dann möchte ich dich ermutigen, ruf das auch zu. Lass diesen Geist des Sohnes, der in dir drin ist, laut Galater 4, Vers 6, lass diesen Geist des Sohnes sprechen. Lass diesen Geist des Sohnes sprechen, indem dass du Gott anbetest, im Geist und in der Wahrheit. Lass ihn anbeten, von ganzem Herzen. Lass ihn anbeten. Und dieser Geist des Sohnes, der in deinem Herzen drin ist, lass ihn raussprechen. Indem dass du morgens, wenn du aufstehst oder wenn du irgendwo unterwegs bist, sagst, hey, aber Vater, wenn du das machst, kommst du raus aus dieser Knechtschaft hinein in die Sohnschaft. Und wenn du diesen Weg gehst, also erstens, du musst wissen, du bist losgekauft. Zweitens, rufe aus mit diesem Geist des Sohnes, der in dir drin ist. Ja? Rufe es aus. Aber Vater. Und Nummer 3, hier geht es noch weiter im Vers 7. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Hier geht es weiter. Hier ist nicht nur, dass du frei bist oder dass du Aber Vater sprechen kannst, was schon mega ist, dass wir unseren Gott als, als,
als Abervater, wir haben eine Beziehung zu ihm rufen können. Voll gut. Aber wir sind nicht mehr Sklave, Vers 7, sondern wir sind Sohn. Und wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Wisst ihr, was das Gute ist beim Geist der Sohnschaft? Da wartet ein Erbe auf dich. Da wartet ein Erbe auf dich. Und wenn du Sohn bist, voller Geduld, wartet ein wunderbares Erbe auf dich. Ich gehe nochmal zurück zu diesem Punkt. Knechte haben kein Erbe und müssen alles erarbeiten und erkämpfen, weil sie eben keine Eltern hatten, keine geistlichen Eltern hatten. Aber ein Sohn, er kann in Ruhe und Zuversicht auf sein Erbe warten, wie beim Abraham. Verstehe eins, da gibt es ein Erbe, geistlich und physisch auch, ein Erbe, der ist von Gott vorbereitet für die Söhne auf dieser Erde. Ein starkes Erbe, ein großes Erbe, ein Erbe, das wir auch sehen beim verlorenen Sohn, dass dieser Erbe, der von dem Vater kommt auf die beiden Söhne, dass er vorbereitet ist. Und dieses Erbe hat Gott für dich vorbereitet und er wartet darauf, es dir geben zu dürfen. Aber es funktioniert nur für die, die Söhne sind. Und so möchte ich dich ermutigen, dass du diesen Geist der Sohnschaft empfängst auch in deinem Leben. Es geht weiter. Ein Knecht wird getrieben vom Geist der Angst, aber ein Sohn, er wird geleitet vom Heiligen Geist. Knechte werden meist immer vom Geist der Furcht, vom Geist der Angst getrieben, aber echte Söhne werden geleitet vom Heiligen Geist. Und das steht in Römer Kapitel 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also wer ist ein Sohn Gottes? Es sind die, die durch den Geist Gottes geleitet werden. Söhne Gottes werden automatisch durch den Geist Gottes geleitet. Oder andersrum, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. So steht es eben drin. Ja? Die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und so möchte ich ermutigen darin, dass du nicht geleitet wirst vom Geist der Angst. Denn 2. Timotheus 1, 7 sagt, du wirst nicht, wir haben nicht empfangen den Geist der Furcht, der Angst, ja, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So bitte geh raus aus dem Geist der Angst und hinein in den Geist Gottes, in den Geist des Friedens, in den Geist der Freiheit, nämlich den Heiligen Geist da drin. Und so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in diesen Geist der Sohnschaft hineinkommst, in diese Sohnestellung und dass du geleitet wirst vom Heiligen Geist. Wie verschwindet die Angst? Die vollkommene Vaterliebe vertreibt jede Furcht. Die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Knechte verbreiten Angst. Söhne sind Friedensstifter. Und das steht in Matthäus Kapitel 5, Vers 9. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. So steht es drin. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wenn du ein Friedensstifter bist, sagt Jesus zu dir, du wirst Sohn Gottes heißen. Söhne Gottes, wow. Ich möchte dich ermutigen, ich gehe nochmal zurück hier, dass du nicht Angst vertreibst, ja? Nicht Angst rausgibst aus deinem Leben, sondern dass du jemand bist, der ein Friedensstifter ist. Und dass du Frieden weitergibst, dass du Frieden auf die nächsten Generationen gibst. Da, wo du bist, tust du keine Angst produzieren, sondern Frieden. Und es ist so gut, was hier in Matthäus 5, 9 steht. Wenn du ein Friedensstifter bist, wirst du Sohn Gottes heißen. Glückselig bist du. Ja? Tage der Ermutigung. Tage der Ermutigung sind Leute, die ermutigt werden, wozu? Andere zu ermutigen. Wenn du ermutigt wurdest, kannst du auch andere Leute ermutigen. Und die Bibel sagt hier, glückselig, du bist also glücklich. Du bist glückselig, wenn du Frieden stiftest. In deiner Familie, in deiner Ehe, bei deinen Freunden, in deiner Gemeinde, in deinem Geschäft, da wo du bist, in deiner Nachbarschaft, dass du anfängst, Frieden zu stiften. Und da wo du Frieden weitergibst, da breitet sich der Geist der Sohnschaft in deinem Leben aus. So hängt der Geist der Sohnschaft auch an deinem Tun, nämlich ob du bereit bist, Frieden zu stiften und diesen Frieden anzunehmen und diesen Frieden eben weiterzugeben in der Umgebung, wo du bist. Söhne und Knechte. Was machen Söhne und Knechte? Knechte kennen ihren Ursprung nicht, aber Söhne kennen ihre Vorherbestimmung. Wow. Epheser 1, Vers 5 sagt, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens.
Das ist so besonders in Epheser 1, Vers 4. Du bist vorherbestimmt. Wozu bist du vorherbestimmt? Wozu bist du berufen? Was ist geschehen, bevor du geboren wurdest? Du wurdest vorherbestimmt zur Sohnschaft. Zur Sohnschaft in Jesus Christus. Für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, also nach dem Willen des Vaters. Ich möchte dich ermutigen, ein Knecht, der kennt seinen Ursprung nicht. Er weiß nicht, woher kommt er, was für eine Bestimmung habe ich in meinem Leben. Aber ein Sohn kennt seine Vorherbestimmung. Er kennt seine Vorherbestimmung. Und das ist das, was in Epheser 1, Vers 5 geschrieben wird, die uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft. Du wurdest vorherbestimmt zur Sohnschaft. Verstehe eins, dass wenn du deine Sohnestellung annimmst, verstehst du auch automatisch, ich wurde vorherbestimmt. Ich wurde vorherbestimmt zur Sohnschaft. Wow. Selbst wenn Menschen sagen, du hast zwei linke Hände und du kannst gar nichts und du bist nichts und so weiter, sagt der himmlische Vater, du wurdest vorherbestimmt zur Sohnschaft. Du wurdest vorherbestimmt und das ist so wichtig. Knechte glauben an eine schwierige Zukunft. Söhne glauben an eine siegreiche Zukunft. Genau jetzt in diesen Zeiten, wo wir jetzt gerade sind, brauchen wir so sehr Ermutiger, brauchen wir so sehr Söhne Gottes, brauchen wir so sehr Menschen, die an eine gute Zukunft glauben. Menschen, die eins verstanden haben, wir sind Söhne. Und die Bibel sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle, also des Hades Pforten, das haben wir auch gestern, haben wir auch schon gehört, werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und Söhne Gottes, sie kennen auch die Corona-Regeln, sie kennen auch die ganzen Probleme, sie haben auch die ganzen Maßnahmen und sie kennen auch die ganzen Wirtschaftsprobleme und sie kennen die ganze Not, die es auf dieser Erde gibt, genauso wie die Knechte. Aber Söhne glauben an eine siegreiche Zukunft und Knechte eben an eine schwierige. Ich möchte dich ermutigen, dass du, egal wie schlimm deine Finanzen sind, egal wie schlimm deine Ehe ist, egal wie schlimm deine Gesundheit ist, dass du eins weißt, ich bin ein Sohn Gottes. Und wenn meine Gesundheit am Kämpfen ist, weiß ich eins, durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Du sprichst es aus und sagst, ich habe eine gute Zukunft, denn ich bin ein Sohn Gottes. Ich habe den Geist der Sohnschaft empfangen. Halleluja, ich habe ihn bekommen. Und du glaubst nicht an eine schwierige Zukunft, sondern an eine siegreiche Zukunft. Bitte sprich siegreiche Zukunft aus. Sprich Gutes aus über deine Zukunft. Sprich Gutes aus über deinen Körper. Durch seine Striemen bin ich geheilt und dir geschehe nach deinem Glauben. Es hat eine Wirkung. Vielleicht sprechen alle über deine Gemeinde, wie schlimm das ist und wie das alles daneben ist und wie das alles blöd ist und was da alles passiert und so. Dann bist du jemand, der nicht wie ein Knecht über schwierige Sachen spricht, sondern du bist jemand, der an eine siegreiche Zukunft glaubt und sagst, aber mein Wort sagt, dass die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und meine Gemeinde wird aus der Corona-Krise stärker rausgehen, wie sie reingekommen ist. Du bist ein Sohn Gottes, in dem du aussprichst, dass der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Nur sprichst Gutes aus, dass meine Gemeinde blühen wird und gedeihen wird. Dass meine Gemeinde wachsen wird, dass mein Pastor der Beste ist. Und du sprichst Dinge aus des Lebens, des Glaubens, der Erbauung, eine siegreiche Zukunft. Und die Bibel sagt, Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also wenn du Dinge aussprichst des Glaubens, Dinge aussprichst der Hoffnung, Dinge aussprichst der Freude, hat das eine Auswirkung auf dein Leben? Hat das eine Auswirkung auf deine Zukunft? Hat das eine Auswirkung auf deine Familie? Vielleicht wirst du gemobbt und in deinem Geschäft geht es so richtig ab und du weißt nicht, wie du rauskommen sollst und es ist so richtig Stress und hast komische Beziehungen da und es klappt alles nicht, dann wirst du anfangen zu sprechen. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen und in mein Geschäft wird es gut werden. Und du sprichst Gutes aus über dein Geschäft und du segnest deine Feinde. Die Bibel sagt, Jesus sagt, liebt eure Feinde. Ja? Dass wir anfangen, sie zu lieben, sie zu segnen, für sie zu beten. Segnet, die euch fluchen. Dass wir anfangen zu segnen, die uns fluchen. Ja? So wichtig, dass wir Gutes aussprechen darüber. Über die negativ gegen uns gehen. Aber ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass du anfängst über eine siegreiche Zukunft zu reden. Ich glaube, wir haben eine gute Zukunft. Ich glaube an eine Zukunft, wo die Gemeinde immer stärker wird. Eine Zukunft, wo wir Gott anbeten werden. Nicht ein großer Abfall, der kommt, sondern ein großer Sieg für unseren König Jesus, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Denn sein Blut ist geflossen für die ganze Welt. Und ich glaube, dass noch viele, viele gerettet werden. Wir erleben in diesen Zeiten, diesen Tagen,
so viele Bekehrungen, so viele Menschen, die zum Glauben kommen, geheilt werden. Und ich bin so dankbar für das, was Gott tut. Wir erleben in der arabischen Welt so viele Leute, die die Erscheinungen haben von Jesus, mitten im Traum oder Jesus Erscheinungen, und sie bekehren sich und werden frei. Wir erleben weltweit so viele Menschen, die zum Glauben kommen, und ich möchte dich ermutigen, dass du Dinge aussprichst der Freude, des Glaubens. Denn Söhne sind die, die an eine siegreiche Zukunft glauben. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, dass du hineinkommst in diesen Geist der Sohnschaft. Und Römer 8 ist eine ganz besondere Bibelstelle. Römer 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Bibel sagt uns hier, dass es ein sehnsüchtiges Harren gibt. Hoffen, ein Verlangen, ein Lechzen. Die ganze Schöpfung lechzt, sie wartet, sie hofft auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Du bist, wenn du Jesus Christus angenommen hast und wenn du mit Jesus gehst und wenn du den ganzen Weg mit Jesus als Nachfolger Jesu gehst, hat Gott dich berufen zur Sohnschaft. Und diese Söhne Gottes, diese Offenbarung, dieses Rauskommen der Söhne Gottes, danach lechzt die ganze Schöpfung. Danach hofft die ganze Schöpfung. Darauf wartet die ganze Schöpfung. Sie wartet auf dich. Sie wartet auf dich, dass du dich offenbarst. Dass nicht du selber dich offenbarst, sondern der Geist, der in dir ist, nämlich der Geist der Sohnschaft. Lass ihn raus, wie? Durch Liebe. Lass ihn raus. Und Römer 8 ist so kommt so auf den Punkt hier, Vers 19, dass die ganze Schöpfung, sie wartet sehnsüchtig, sie lechzt danach, sie will das haben, auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das System der Welt ist ein krankes System, wo Menschen in die Gefangenschaft bringt, in die Gebundenheit bringt. Aber das Reich Gottes ist ein Reich, wo uns als Söhne Gottes in die Freiheit führt. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, dass du lebst im Reich Gottes und dass du eins verstehst, dass die ganze Schöpfung, sie wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Sie warten auf dich, sie warten auf dich. Und die Tage der Ermutigung sind Tage, wo wir dich ermutigen wollen. Nimm deine Sohnstellung ein. Nimm deine Tochterstellung ein. Ergreife diesen Geist der Sohnschaft. Nimm ihn an und bekenne ihn in deinem Leben und komm raus aus der Knechtschaft hinein in die Sohnschaft hinein. Und die Frage ist, wie funktioniert das? Ja? Ich habe ja versprochen euch, dass ich dir sage, wie kommt man von der Knechtschaft hin zur Sohnschaft? Punkt Nummer 1, verstehe, dass du einen Geist der Sohnschaft empfangen hast. Wir haben das gelesen vorhin. Du hast den Geist der Sohnschaft empfangen. Und Punkt Nummer 2, wir haben es heute gelernt, du kommst durch Glauben da hinein. Nicht automatisch. Sondern woher kommt Glauben? Glaube kommt vom Hören, und das Gehörte kommt aus dem Wort Gottes, auf dem, was wir gerade lesen, was ihr gerade hört. Und wenn du das glaubst, dass du ein Sohn Gottes geworden bist und dass du den Geist der Sohnschaft empfangen kannst und empfangen hast, dann möchte ich ermutigen, ergreife das im Glauben. Ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes. Und wenn du das ergreifst, versetzt du dich in diese Stellung als Sohn Gottes, als Sohn des Höchsten. Das ist so besonders, so wunderbar. Punkt Nummer 3, verstehe, dass du nicht nur zum Sohn gemacht wurdest, sondern dass du auch ein Erbe hast. Ein Erbe wartet auf dich. Und nächster Punkt, wie kommst du da rein? Lass dich führen vom Heiligen Geist, denn Söhne Gottes sind die, die geleitet werden vom Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist in dein Leben sprechen lässt und wenn du dich leiten lässt vom Heiligen Geist, wirst du erleben, wie so viele Menschen zum Glauben kommen werden, wie so viele Menschen verändert werden, wie so viele Menschen berührt werden, wie so viele Menschen hineinkommen in die Sohnestellung, in die Sohnestellung. Und glaub mir, es macht wirklich mehr Spaß. Es macht mehr Spaß, als Sohn zu leben, wie als Knecht zu leben. Es ist wirklich besser, und es macht mein Leben immer so voller Freude zu sehen, dass Knechte frei werden und zu Söhnen werden. Ja? Durch die Zeugnisse, die ihr hört hier auch bei diesen Tagen, seht ihr, Knechte wurden zu Söhnen, und das ist so besonders. Und lass dein Leben auch dazu werden und lass dich leiten vom Heiligen Geist. Im Geschäft, wo du bist, zu Hause, bei der Nachbarschaft, egal wo du bist, lass dich führen vom Heiligen Geist. Wenn du das tust, sagt das Wort in Römer 8, 14, denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und das ist so wichtig, dass wir reinkommen. Nächster Punkt, wie kannst du ein Sohn Gottes werden? Werde ein Friedensstifter.
Die Bibel sagt, dass wenn du ein Friedensstifter wirst, ja, glückselige Friedensstifter, denn ihr werdet Söhne Gottes heißen. Das ist so wichtig. Fang an, Frieden zu stiften. Nicht Druck zu machen, sondern Frieden zu stiften. Und wenn du Frieden stiftest, rutschst du immer mehr hinein in diese Stellung des Sohnes Gottes. Und dann verstehe auch, nächster Punkt, verstehe, dass du vorherbestimmt bist zur Sohnschaft. Du wurdest vorherbestimmt, egal was deine Eltern gesagt haben, egal was dein Ehepartner gesagt hat, egal was die Menschen gesagt haben, du bist vorherbestimmt zur Sohnschaft. Du bist vorherbestimmt, ja? Und verstehe eins, die ganze Schöpfung, alles wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, nämlich auf dich, ja? Sie warten auf dich. Sie warten auf dich und das ist so wichtig. Bitte komm in deine Stellung hinein. Bitte komm in diese Sohnestellung hinein. Bitte komm hinein in diese Stellung, die Gott dir gegeben hat. Als ich im Januar jetzt diesen Jahres meine Aussage mit Gott hatte, ich habe so im Himmel verschiedene Dinge gesehen und habe so das Allerheiligste sehen dürfen und so einen Palast und so. Und Jesus hat mir einen bestimmten Ort gezeigt, einen bestimmten Raum gezeigt und da habe ich so einen Raum gesehen, der war richtig groß, unendlich großer Raum. Und kann es dir beschreiben, wie groß es war, aber es war richtig, richtig groß. Und da waren verschiedene Truhen drin, verschiedene solche Schachteln drin. Und Jesus nimmt so eine Schachtel raus und macht diese Schachtel auf und holt den Inhalt aus dieser Schachtel raus und öffnet es mit einem Tuch. Und dieses Tuch wird geöffnet und Jesus holt einen Ring heraus, einen ganz, ganz großen, wertvollen Ring. Und ich erinnere mich sofort an den verlorenen Sohn. Und ich frage Jesus, was ist das für ein Ring? Und Jesus antwortet mir und sagt, das ist ein Ring der Anerkennung, ein Ring der Zugehörigkeit, ein Ring für die verlorenen Söhne, die noch auf der Erde sind. Sie werden sich aufmachen und sie werden zum Vater kommen. Und diese Ringe, sie sind dazu da, dass wenn die Söhne kommen, dass sie einen Ring angesteckt bekommen, wie beim verlorenen Sohn. Er kam auch zum Vater und ein Ring wurde angesteckt. Und er hat damit gezeigt, du gehörst dazu, du gehörst zu uns, du gehörst zur Familie, du bist wertvoll angenommen, wunderbar gemacht. Und dieser Ring war teilweise grün und die Bedeutung grün im Prophetischen bedeutet Neuanfang, Geburt, etwas Neues, etwas Frisches kommt hoch. Und Jesus sagt mir, hat mir im Himmel gesagt, dann lehr mein Volk, dass sie die verlorenen Söhne freisetzen, dass sie die verlorenen Söhne freisetzen im Reich Gottes, sodass sie die rufen aus der Welt hinein in sein Reich. Und ich möchte jetzt prophetisch hineinsprechen in dein Leben. Wenn du gerade zuschaust und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben, hast noch nie eine Entscheidung getroffen für Jesus. Jesus ruft dich. Er ruft dich in sein Reich. Er ruft dich in sein Reich. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, dass du heute in die Arme des Vaters kommst. Die Arme des Vaters sind groß. Er macht seine Arme weit auf und er sagt, komm in meine Arme, komm in meine Arme. Und während du dich bereit machst, wird der Vater im Himmel dir diesen Ring anstecken. Und ich spreche es aus, prophetisch auch, dass deine Söhne, dass deine Kinder, dass deine Töchter und Söhne, dass sie ins Reich Gottes hineinkommen werden. Fang an zu prophezeien, fang an zu proklamieren. Ich und mein ganzes Haus werden dem Herrn dienen. Ich möchte dich ermutigen, dass nicht nur du dem Herrn dienen wirst, sondern du und dein ganzes Haus. Fang an zu prophezeien, fang an in Fürbitte zu stehen und hineinzusprechen, dass meine Kinder werden nicht in die Drogen gehen oder in den Scheidungen gehen oder sie werden abhängig werden von irgendwelchen Dingen. Meine Kinder werden zu Aposteln, Propheten, Hirten, Lehrern und Evangelisten werden. Spreche es aus im Glauben. Und du wirst sehen, wir haben schon so viele Zeugnisse gehört von Menschen, die Kinder hatten, die den falschen Weg gehen sollten. Aber wenn sie aufstehen und wenn die Eltern anfangen zu beten und die Freunde anfangen zu beten, hat es eine Wirkung. So bitte, bitte, ruf die verlorenen Söhne hinein ins Reich Gottes. Und ich rufe es prophetisch hinein, dass in Deutschland wieder Menschen zum Glauben kommen werden, dass die verlorenen Söhne, auf die wir so sehr warten im Reich Gottes, dass sie reinkommen werden und zu echten Aposteln werden, zu echten Propheten werden, zu echten Evangelisten werden, Hirten und Lehrern werden und dass das Reich Gottes so richtig
wächst, weil die Söhne zurück nach Hause kommen. Und ich rufe die Söhne aus Deutschland jetzt hinein ins Reich Gottes. Ich rufe die Söhne aus Österreich hinein ins Reich Gottes. Ich rufe die Söhne aus der Schweiz hinein ins Reich Gottes. Und ich rufe sie in der geistlichen Welt, dass sie jetzt die Gebundenheiten werden jetzt aufgehen in dem Namen des Herrn. Und sie werden sich jetzt eins machen mit den Kindern Gottes, mit den Söhnen, die schon jetzt existieren, die jetzt gerade zuschauen. Ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Auftrag wahrnimmst, dass du anfängst zu sprechen in der Fürbitte und dass du sie rausholst. Und wir rufen jetzt im Prophetischen und in der Fürbitte Gebundenheiten, dass da, wo Gebundenheiten sind, dass sie jetzt aufgehen in Jesu Namen. Da, wo Gefangenschaften sind, so wie im Gefängnis, dass sie jetzt aufgehen in Jesu Namen, dass die Gefangenschaften, dass die Gefängnistüren aufgehen in Jesu Namen und die Leute rauskommen. Und wir rufen in Jesu Namen die gefangenen Söhne, die gebundenen Söhne, dass sie jetzt zurückkommen in die Arme des Vaters und frei werden in Jesu Namen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, Fürbitte zu tun für diese Söhne, dass sie kommen. Als ich im Himmel diesen Ring gesehen habe und Jesus mir gesagt hat, es sind für die verlorenen Söhne, die kommen werden ins Reich Gottes, wurde ich so ermutigt. Und ich habe geglaubt an eine gute Zukunft, eine Zukunft, wo Menschen zum Glauben kommen werden und die frei werden in die Vaterarme Gottes kommen werden. Ich habe mich erinnert an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ihr kennt sie bestimmt, ja? Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der eine Sohn will das Erbe haben, geht in die Welt, verprasst alles, verliert alles, ist bei den Schweinen und geht in sich. Und sagt, ich möchte zurück zu meinem Vater gehen. Und ich möchte ihn bitten, dass er mich einst zu seinem Tagelöhner macht. Er soll mich zu einem Knecht machen. Ich bin nicht mehr würdig, sein Sohn zu heißen. Und er macht sich auf und geht zum Vater. Und der Vater macht seine Arme weit auf und er sieht ihn. Wow. Und er umarmt ihn. Er gibt ihm diesen Ring. Er gibt ihm einen Anzug. Er gibt ihm ein schönes Umhang. Und er küsst ihn und sagt, du bist mein Sohn. Und der Sohn sagt, nein, ich bin nicht würdig. Aber der Vater ignoriert das. Denn ein Sohn ist ein Sohn. Ja? Das ist egal, wie er riecht, ist egal, was er hat, ob er alles verprasst hat, ob er alles falsch gemacht hat. Aber ein Sohn ist ein Sohn. Ich rufe dich, auch wenn du alles falsch gemacht hast, wenn du alles daneben gemacht hast, aber Gott ist an dir interessiert. Er will dich wieder zu sich ziehen. Er will dich wieder haben. Er will dich wieder in die Arme schließen. Und wenn du gerade zuschaust, komm in die Arme des Vaters zurück. Komm hinein. Vielleicht bist du wie ein verlorener Sohn irgendwo und du weißt nicht, wie du rauskommen sollst. Der beste Weg ist, mach dich auf zum himmlischen Vater. Fang an, wieder zu beten. Fang an zu beten und sag, Vater, komm in mein Zimmer hinein, wo ich gerade bin. Und du wirst eins erleben, der himmlische Vater, er wartet nur darauf, bis du endlich mal dich aufmachst. Er wartet darauf, bis du dein Herz aufmachst und dieses Gebet sprichst. Wenn du dein Leben Jesus geben willst, schreib uns einfach eine E-Mail, mach dich bereit dafür und sag, hey, ich möchte mein Leben Jesus Christus geben. Wie funktioniert das? Wir wollen dir gerne dazu helfen, den König der Könige und den Herrn der Herren zu begegnen, Jesus und seinem wunderbaren Vater, ja, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er wartet auf dich, er wartet so sehr auf dich. Und als ich mir die Geschichte durchgedacht habe mit dem verlorenen Sohn, habe ich so verstanden, der Sohn, der weggegangen ist, er hat nicht gelebt wie ein Sohn. Er war zwar ein Sohn, aber er hat gelebt wie ein Knecht. Und das repräsentiert die ganze Welt, die zwar von Gott berufen ist, vorherbestimmt als Sohn, aber sie leben nicht als Sohn. Sie haben Jesus nicht angenommen, sie leben in der Welt und sie leben wie ein Sklave und Gott tut es so weh. Er ruft dich zurück. Er ruft dich zurück in sein Reich. Und die andere Gruppe, das ist die Gruppe der zu Hause gebliebenen Söhne. Ja? Es gibt noch die zweite Gruppe. Die eine ist die verlorenen Söhne, die sind verloren in der Welt und sie kommen wieder zurück. Und was ist geschehen? Der verlorene Sohn, er kam zurück ins Haus des Vaters und der andere Sohn, er war eifersüchtig. Was? Der hat dein ganzes Geld mit den Huren verbrannt und alles verschleudert, dein Geld, dein Erbe. Und du tust das gemästete Kalb auch noch für ihn dargeben. Das kann doch nicht sein. Und der himmlische Vater kommt zu diesem zu Hause gebliebenen Sohn und sagt, hey, alles was mein ist, ist dein. Alles was mein ist, ist dein. Und dieser der zu Hause gebliebene Sohn sagt, so viele Jahre habe ich dir gedient und nie einmal hast du mir ein Böcklein gegeben, dass ich fröhlich sein könnte mit meinen, eine Party machen könnte mit meinen Freunden. Und das Signalwort ist hier gedient. Der zu Hause gebliebene Sohn, er war so nah am Herzen des Vaters,
Aber was hat er gemacht? Er hat gelebt wie ein Sklave, er hat nur gedient, er hat nur Knechtschaft gehabt. Und beide Söhne waren keine Söhne. Beide Söhne haben gelebt wie Sklaven, wie Knechte. Und ich rufe dich zurück ins Reich Gottes hinein. Ich rufe dich zurück in das Vaterherz Gottes. Ich rufe dich zurück. Dieser zweite, zu Hause gebliebene Sohn, er repräsentiert alle Gemeinden, die es gibt auf dieser Erde. Alle, die schon wieder geboren sind, die von Kind auf schon Gott dienen. Und dann kommt irgendjemand in die Gemeinde und irgendjemand wird gerettet. Und du denkst, wie kann das sein, dass der himmlische Vater diese Person liebt? Ich rufe dich auf, liebe Denomination, die du mir zuhörst, lieber Pastor, der du mir zuhörst, liebe Leiter, die mir zuhört, wenn die verlorenen Söhne kommen, sie werden nicht unsere Form wahren. Sie werden auch nicht so aussehen wie wir. Sie werden auch nicht so reden wie wir. Aber trotzdem, der himmlische Vater liebt sie. Bitte macht eure Arme auf für eure Brüder, die noch kommen werden aus der Welt und die reinkommen wollen. Die kommen werden und die der Vater ruft. Der Vater liebt sie. Und bitte macht nicht den Fehler wie die zu Hause gebliebenen Söhne, dass ihr anfangt schlecht zu reden über andere Denominationen, über andere Leute. Wie können sie so etwas tun? Nein, der himmlische Vater hat sich dazu entschieden, die verlorenen Söhne wieder zurückzuholen. Das ist euer Bruder. Achtet darauf. Bitte redet nicht schlecht übereinander, sondern versteht eins. Die verlorenen Söhne, sie kommen, aber sie sind unsere Brüder. Sie sind unsere Brüder. Sie gehören zu uns. Und wenn sie Jesus Christus als Herrn und Heiland aufgenommen haben, wenn sie in die Arme des Vaters gekommen sind, dann dürfen wir sie nicht ablehnen, sondern wir sollen sie segnen und sie lieben. Der Vater kommt zu diesem verlorenen, zu dem zu Hause gebliebenen Sohn, der auch als Knecht gelebt hat. Und er sagt, dieser dein Bruder, er war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und ich glaube, dass noch viele, viele Söhne, verlorene Söhne wieder kommen werden. Dass tote Söhne wieder lebendig werden. Und das prophezei ich hinein. Tod weiche und Leben kommen wieder hinein. In Jesu Namen. Komm hinein in Deutschland, nach Österreich, nach Schweiz, weltweit. Wir wollen erleben, dass die Söhne wieder lebendig werden. Und ich spreche es hinein, wenn du ein Leiter bist irgendeiner Gemeinde oder Gemeinschaft oder wenn du nur ein Mitglied bist irgendeiner Gemeinschaft. Mach dich bereit, dass die verlorenen Söhne kommen werden und mach deine Arme auf und sei bereit, sie willkommen zu heißen. Sei bereit für diese Ernte, die Jesus vorbereitet hat für dich. Die Ernte, die vorbereitet wurde für deine Familie. Und fang an zu prophezeien und zu sprechen in der Fürbitte, dass diese Söhne jetzt voll in die Offenbarung reinkommen werden, voll in die Offenbarung der Söhne Gottes, nämlich, dass sie gerettet werden. Mit der letzten Bibelstelle möchte ich euch noch ermutigen, mit der letzten Bibelstelle aus Maleachi Kapitel 3, Vers 24, Maleachi Kapitel 3, Vers 24, da steht drin, das ist im alten Bund und prophezeit etwas, was im neuen Bund jetzt zustande kommen wird, nämlich, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Hier wird etwas prophezeit im letzten Kapitel der Bibel, nämlich Gott selber wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern umkehren lassen. Und wir leben in diesen letzten Tagen. Wir leben in diesen letzten Tagen, wo die verlorenen Söhne sich umkehren werden zu ihren Vätern und die Väter umkehren werden zu ihren Söhnen und die Liebe wieder stark wird. Wir leben in der Zeit, wo die Herzen der verlorenen Söhne wieder umkehren zu ihrem himmlischen Vater und wo der himmlische Vater zurückkommt an dieses Herz der Kinder, die auf dieser Erde sind. Ich möchte dich ermutigen darin, dass du auch deinen physischen, leiblichen Vater vergibst. Wenn du Kinder hast und du bist selber Vater oder Mutter, vergib auch deinen eigenen Kindern. Mach dich auf. Denn die Verheißung ist, dass in den letzten Tagen wird das Herz der Väter zu den Söhnen und von den Söhnen zu den Vätern wieder kommen. Und ich will das erleben. Ich will das erleben, dass diese Söhne wieder reinkommen. Ich prophezei es hinein. Söhne, kommt ins Reich Gottes. Ihr gehört ins Reich Gottes. Es gibt nichts auf dieser Welt zu erleben. Es gibt keine Erfüllung in der Welt. Es gibt es nur im Reich Gottes. So mach dich bereit für diese Begegnung mit deinem himmlischen Vater. Und ich möchte enden mit der Bibelstelle, mit der wir auch begonnen haben. Und es ist aus Römer Kapitel 8, Vers 15. Und so eine wichtige Bibelstelle. Und wir wollen sie gleich nochmal zusammen anschauen. Und da steht Folgendes in Römer Kapitel 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt empfangen, indem wir rufen,
Abba, Vater. Ich möchte dich ermutigen mit diesen Tagen der Ermutigung. Du wurdest zur Sohnschaft geboren. Du hast einen Geist der Sohnschaft empfangen. So leb nicht als Knecht, sondern leb als Sohn. Ja, der Daniel hat uns schon vor ein paar Tagen gefragt, ob wir bereit wären, Zeugnis zu geben, ob wir bereit sind, aus unserem Leben was zu erzählen, euch Mut zu machen oder was wir für euch haben. Und ich habe den Herrn gefragt, ich habe gesagt, Herr, was willst du, was ich den Leuten sage? Was willst du? Ich glaube, dass er jetzt vor allem mal den Frauen sagt. Das heißt nicht, dass ihr nicht zuhören sollt, liebe Männer, sondern das heißt, dass ihr euren Ohren aufmacht, was Gott zu euren Frauen sagt oder euren Töchtern, euren Müttern, euren Schwiegermüttern. Weil Gott redet und er liebt euch und ich möchte euch ermutigen und ich möchte anknüpfen, das hatte ich so nicht geplant, aber ich habe dem Daniel natürlich auch zugehört und ich möchte anknüpfen an dem Psalm 1, Vers 1. Das ist so wunderbar gewesen, oder? Dieses Nicht-Dasein, wo die Spötter sitzen, dass wir hören sollen, was er spricht und den Weg der Sünder nicht betreten. Oder wenn ihr, so wie ich, ja, ihr wusstet es, ihr habt das Zeugnis gehört, ich war da ganz woanders und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr auf dem Weg der Sünder noch seid oder auf dem Weg der Spötter, geht da ganz schnell weg. Das ist wirklich kein guter Ort, um dort zu sein. Und ich dachte, ich erzähle euch mal ganz kurz, ihr kennt das bestimmt, die Geschichte von Rahel und Lea. Rahel und Lea waren Ehefrauen, aber die eine war mehr geliebt als die andere. Zumindest dachte sie das, weil der Wert einer Frau damals, Altes Testament, je mehr Söhne du gebärst, desto besser bist du, desto mehr Wert hast du. Wenn du gar keine Söhne bekommst, dann wärst du vielleicht besser nicht geboren worden. Da war die Identität, die du als Frau hattest, ja, wie viele Kinder bringst du zur Welt? Und wir sehen im Alten Testament Abraham, Isaak. Wo kamen denn die Kinder her? Was haben sie getan, als ihre Frauen getrauert haben? Als sie geschrien haben zu Gott, gib mir Kinder. Gott hat sie gehört. Vielleicht manchmal war es der falsche Weg. Oft sogar haben die Männer den falschen Weg gegangen, um den Frauen ihr Wunsch zu erfüllen, nämlich Kinder zu haben. Ob es jetzt war, dass sie mit Sklavinnen geschlafen haben oder sich Nebenfrauen genommen haben, um der Frau den Wert zurückzugeben. Und wir jetzt heute, wir haben den Vorteil, wir haben nicht das Alte Testament, sondern wir leben im neuen Bund. Wir leben im neuen Bund mit Jesus und Jesus sagt uns, deine Identität hast du in mir, in Jesus Christus. Ich bin deine Identität, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, egal ob du Sarah heißt, ob du Lena heißt, ob du Lea heißt, ob du Rahel heißt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und im Leib deiner Mutter geformt, du bist mein. Und ich möchte euch das heute zusprechen, ob ihr jetzt noch nicht verheiratet seid, ob ihr in der Verlobungsphase seid, ob ihr Kinder gebären könnt, Kinder geboren habt oder ob ihr wie ich habe Kinder verloren. Ich habe in sehr späten Schwangerschaftswochen, in der 17. und in der 26. Schwangerschaftswoche habe ich 2 Kinder verloren und auf die Welt bringen müssen. Das war ganz, ganz schlimm für mich. Und ich habe zu Gott geschrien, ich habe gesagt, Herr, ich habe dir doch mein Leben gegeben. Ich habe doch gesagt, dass ich dir vertraue, dass du mein Herr bist, dass du mein Gott bist. Warum passiert mir sowas? Und ich habe aufgehört mittlerweile zu fragen, weil Gott uns gesegnet hat. Er hat uns Kinder geschenkt. Ich habe noch 2 weitere Töchter bekommen, auch die eine in der 26. Woche. 680 Gramm hat die kleine Maus gewogen und die beiden sind topfit. Wir waren im Krankenhaus, in der Klinik. Ich war 3 Monate mit ihr dort. Die Ärzte haben gesagt, das ist ein Wunder. Diese Kinder sind ein Wunder. Die Maus hat alleine geatmet. Rebecca heißt sie. Rebecca Louise. Kam auf die Welt und ich weiß noch, wie es war ein Kaiserschnitt und sie haben sie geholt und die haben schon gesagt, unsere Große kam in der 31. Woche, auch früh. Was hat bei der Kleinen? Braucht euch... Nee, wir wussten schon, wir brauchen gar nicht fragen. Nein, wir hören sie nicht schreien. Und dann waren die noch dabei, haben die Bauchwunde vernäht. Und auf einmal geht diese große Tür in der Uniklinik auf. Und die Anästhesistin steht neben mir mit offenem Mund und guckt zu mir runter und hört auf zu arbeiten. Ich dachte nur, was? Und dann sagen die, Frau Treutel, schauen Sie mal Ihre Tochter. Sie atmet alleine in der 26. Woche. Das war unfassbar für die Ärzte, unfassbar für die Leute um mich herum.
Und ich war selber so fassungslos, so dankbar und konnte im ersten Moment gar nicht begreifen, was ich da erlebe. Später dann in der Klinik kamen natürlich Herausforderungen auf uns zu. Es kamen Mütter auf mich zu, die gefragt haben, warum bist du denn immer so ruhig? Wie kommt es denn, dass du immer so eine Zuversicht hast? Und ich habe mich gar nicht so gefühlt. Ich habe mich überhaupt nicht gefühlt, als wäre ich zuversichtlich oder irgendwas in der Art. Ich habe mich furchtbar gefühlt und ich war sauer auf Gott. Aber er hat es getan. Er hat es gemacht. Und ich möchte euch einfach sagen, es geht nicht darum, wer ihr denkt, dass ihr seid, sondern es geht darum, dass ihr erkennt, wer Gott möchte, dass ihr seid. Ich möchte, dass du erkennst, wen Gott aus dir machen möchte oder wen Gott bereits aus dir gemacht hat. Ich möchte, dass du erkennst, dass du was Besonderes bist für ihn und dass du besonders gemacht bist durch ihn, dass er dir Gaben gegeben hat und Talente gegeben hat und dass du nicht auf deine Umstände schauen darfst, sondern dass du schauen darfst, wer sagt er, dass ich bin. Und ich bitte euch einfach, schaut nicht drauf, was um euch herum passiert. Schaut nicht drauf, welche Anfechtungen vielleicht kommen, sondern schaut auf Jesus und seid einfach bereit, ihm zu folgen, egal was geschieht. Und dann seid ihr ein Zeugnis für die Welt, dann seid ihr ein Licht für die Welt. Und dann werden die Menschen sehen, was es heißt, Christ zu sein. Dann werden sie sehen, dass wir die sind, die Frieden haben. Dass wir die sind, die eine Antwort haben, wenn die Welt keine Antwort mehr hat. Und dann werden sie zu euch kommen und werden euch fragen, was ist anders bei dir? Und dann könnt ihr ihnen erzählen, wer Jesus ist, warum er geboren ist, warum er gestorben ist und dass er sein Blut für die ganze Welt vergossen hat, damit jeder, der zu ihm kommt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erbt. Das ist eure Gelegenheit, im Glauben zu stehen, eure Gelegenheit, der Welt zu zeigen, es gibt eine Antwort, auch jetzt in dieser Zeit. Es gibt eine Antwort auf Corona, es gibt eine Antwort und die ist einfach Frieden und Jesus. Und er weiß alles, er kennt alles. Und da möchte ich euch ermutigen, möchte euch sagen, Jesus lebt. Und wenn du auch mal ein Kind verloren hast, dann sei dir ganz, ganz sicher, es ist bei Jesus. Und es hofft von ganzem Herzen, dass du zu ihm kommst, dass es dich kennenlernt und dass ihr die Ewigkeit im Himmel zusammen habt. Dankeschön.